Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Kennt ihr auf TikTok diese Videos, wo in Frankreich Leute gefragt werden, ob sie entweder das besser finden oder das? Und die werden da richtig oft gefragt, ob die ein Pain au Chocolat, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Leute, oder was anderes leckerer finden. Und dadurch habe ich richtig Bock auf ein Schokobrötchen bekommen und Arthur hat mir eins mitgebracht. Aber er hat mir nicht nur das mitgebracht und wir werden jetzt mal schauen, was sich in dieser schönen Tüte hier verbirgt. Einmal haben wir hier dieses wunderschöne Schokobrötchen. Es fühlt sich leider nicht mehr so frisch an, obwohl er das eben erst gekauft hat. Ist, glaube ich, von der SB-Bäckerei in Kaufland. Dann haben wir hier einen Milka-Donut. Ich glaube, der ist ungefüllt, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Und wenn ihr euch jetzt zwischen diesen zwei Sachen entscheiden müsstet, für was würdet ihr euch entscheiden? Wenn das Schokobrötchen frischer wäre, würde ich mich dafür entscheiden, aber jetzt gerade entscheide ich mich für den Donut. Ich glaube, wir haben unseren Gewinner gezogen. Leute, das hier ist nämlich noch richtig frisch. Das beugt sich schon so runter, weil das noch so nice ist. Franzbrötchen oder Milka Donut? Ich entscheide mich ganz klar für Franzbrötchen, aber wir werden alles essen, denn heute ist Cheat Day und deshalb werde ich alles essen, was ich will und das ist alles. Taste Test Franzbrötchen. Wow. Wow, Leute. Franzbrötchen passen auch richtig gut in die Herbstzeit, dadurch, dass halt Zimt drauf ist. Ich meine, alles, was irgendwie Zimt enthält, passt in die Herbst- und Weihnachtszeit. Boah, Franzbrötchen werden ja bestimmt so ähnlich wie Zimtschnecken gemacht. Und Zimtschnecken bestreicht man ja mit einer Butter-, Zimt- und Zuckermischung. Und hier schmeckt man das einfach so heftig. Hier sind so richtige Zuckerchunks. Boah, das ist richtig gut. Normalerweise würde ich übrigens mit dem anfangen, was mir am wenigsten zusagt. Heute mal anders. Mein Platz 2. Oh, sogar mit Milka-Füllung. Ist ganz gut, aber Leute, Glazed Donuts oder Oreo Donuts oder Biscoff Donuts sind superior, ich weiß nicht. Und wir haben das TikTok-berühmte Schokobrötchen. Ja, das ist besser als gedacht, Leute. Dass in Schokobrötchen Zartbitterschokolade dran ist. Oder ist dort Zartbitterschokolade drin? Auf jeden Fall ist es ja keine Vollmilchschokolade. Ich feiere das. Ich liebe Zartbitterschokolade. Deswegen mag ich wahrscheinlich den hier auch nicht so gerne, weil das halt komplett Vollmilch ist. Ganz bittere Zartbitterschokolade mag ich jetzt nicht, verstehe mich nicht falsch, aber Zartbitter ist besser als Vollmilch und auch als weiße Schokolade. Dabei trinke ich einen Tee persischer Granatapfel. Trinke ich momentan sehr gerne. Schreibt mir mal gerne eure Teeempfehlungen in die Kommentare. Ich bin auf der Suche nach neuem Tee. Das gönne ich mir jetzt, Leute, und dabei werde ich lesen, und zwar dieses Buch, The Wicked King. Das ist der zweite Teil von The Cruel Prince. Ich habe die Hälfte schon gelesen. Und die letzten Tage habe ich viel an meinem Exposé rumgeschrieben für meine Bachelorarbeit. Hatte nicht so viel Zeit zum Lesen, aber Leute, heute Morgen habe ich schon 3 Kapitel wieder gelesen und ich bin wieder Feuer und Flamme. In der nächsten Zeit, wo ich meine Bachelorarbeit schreiben werde, komme ich wahrscheinlich nicht zu so viel Lesestoff, den ich mir selber ausgesucht habe quasi. Bücher werden wahrscheinlich ein bisschen kürzer kommen bei mir leider. Aber ich freue mich auch sehr auf das Kapitel Bachelorarbeit, meine Bachelorarbeit zu schreiben und auch es hinter mir zu haben. Deswegen genieße ich jetzt die Zeit, wo ich noch Zeit dazu habe und lese ein bisschen beim Essen. Schreibt mir gerne mal, ob ihr beim Essen lest, Musik hört, Serie schaut. Ich bin normalerweise ja ein Serienschauer beim Essen. Aber gerade habe ich irgendwie keine gute. Mit den Jungs zusammen gucke ich gerade One Piece und Willi, Art und ich schauen gerade die Harry Potter Teile. Das macht so viel Spaß, ich liebe die. Willi kennt die letzten Teile nämlich noch nicht und ich finde es einfach so nice, Harry Potter mit ihm nochmal zu schauen und so die Reaktion zu sehen. Es ist sehr spannend für mich. Eine Sache, die an einem Cheat Day nicht fehlen darf, ist ein leckerer Burger von Arthur, mein Burgermeister, gemacht. Und zwar haben wir hier einen Cheeseburger mit 2 Beef Patties, Cheddar-Käse, einer Soße, die aber immer ein bisschen anders ist. Die hat Willi, glaube ich, gemacht. Und ich habe noch ein kleines Stück von den Jungs bekommen, von deren Burger, denn die haben sich Burger mit Wagyu-Beef gemacht. Ich würde sagen,
Wir testen den mal als erstes. Wagyu-Beef habe ich schon mal in einem Burgerladen probiert, aber bisher nur einmal. Ich bin sehr gespannt. Mmh. Boah. Das ist doch ein geiler Appetit haben, Leute. Das Fleisch hat richtig viel Geschmack und ist heftig zart. Was richtig geil ist, ich habe jetzt den direkten Vergleich vom Wagyu-Beef zu dem Beef Patty. Mmh. Wow, boah, Leute. Mmh. Smashed Patties sind einfach superior. Weil wenn man so dünne Fleischscheiben hat, ist es einfach außenrum schön kross, innen aber richtig zart. Ich liebe das. Es ist einfach ein besserer Burger, wenn da Smashed Patties drauf sind. Und eigentlich bin ich gar nicht so ein Cheddar-Käse-Fan. Also ich mag würzigen Käse nicht so gerne. Aber Leute, auf dem Burger muss Cheddar-Käse drauf. Ich mag beim Burger sogar am liebsten die Randbisse, weil da das Fleisch so schön kross ist. Meistens mag man ja lieber die inneren Bisse von so einem Essen, oder? Oder mag man lieber das Äußere? Schreibt's mir. Diese Soße ist auch einfach so lecker. Sie ist wirklich jedes Mal ein bisschen anders, weil die Jungs da immer freestylen. Aber sie schmeckt immer gut und sie schmeckt auch schon immer recht ähnlich. Zwiebeln sind da auf jeden Fall drin. Und ein bisschen Senf. Senf mag ich eigentlich auch nicht. Aber wenn es so in so einer Soße ist, dann ist das schon lecker. Hier haben wir erstmal einen kleinen Bergsteiger. Du, man darf da nicht kratzen. Du spinnst ja wohl. Hallo. Hallo, man darf da doch gar nicht kratzen. Hallo. Okay, anscheinend darf man es doch. Ich habe hier auf jeden Fall die nächste Mahlzeit und das ist wieder etwas, was bei mir auf gar keinen Fall fehlen darf, und zwar Sushi. Wow. Sushi hat an sich ja gar keine schlechten Nährwerte. Außer man holt sich natürlich welches mit so überkrassen Soßen. Davon bin ich nicht so heftig der Fan. Gibt es in Paderborn auch. Ich liebe China-Taxi-Mandarin in Paderborn. Ist für mich einfach das beste Sushi in Paderborn. Wir wissen es mittlerweile alle. Traditionell isst man Sushi mit nur minimal Sojasauce. Ich liebe Sojasauce. Früher, als ich das erste Mal Sushi probiert habe, mochte ich das irgendwie gar nicht. Ich habe mich dann aber langsam rangetastet mit so simplen Maki-Teilen und habe das immer in Sojasauce getränkt. Mittlerweile nehme ich nicht mehr so viel, aber Leute, ich liebe es einfach. Den Sushi-Ingwer isst man ja zwischen den Sushi-Rollen. Ich liebe es aber, das zusammen mit dem Sushi zu essen. Wir haben hier unsere erste Rolle, eine Inside-Out-Rolle mit Thunfisch und Gurke. Also ganz klassisch. Ihr seht, ich bin Basic Girl. Es ist einfach so. Frisches Sushi ist einfach so lecker. Wenn der Reis noch so richtig moisturized ist, richtig viel Feuchtigkeit hat, es ist einfach das Geilste. Bei mir stand es jetzt schon eine halbe Stunde bis 40 Minuten rum, weil wir noch in einer Runde Dota waren. Leute, am Cheat Day muss man einfach auch ein bisschen zocken. Aber es ist immer noch super, super frisch. Als nächstes haben wir Avocado Maki. Simpler geht's ja, glaube ich, gar nicht. Schreibt mir gerne mal eure Sushi-Bestellungen in die Kommentare, was ihr euch immer so für Rollen holt. Mm. Wenn die Avocado so schön weich ist. Mm. Avocado Maki, wenn das ein bisschen gestanden hat, ist das sogar noch geiler. Keine Ahnung warum. Weil alles so schön saftig ist. Oh Leute. Wow. Ich habe mir übrigens 3 verschiedene Rollen bestellt. Das ist so für mich immer eine ganz gute Menge. Also insgesamt sind das 22 Sushi-Rollen. Als nächstes haben wir Chicken Tempura Sesam Roll. Das frittiertes Hähnchen drin mit Gurke und obendrauf ist Teriyaki Mayo, Leute. Eins der leckersten Sachen. Das ist wirklich die einzige Soße, die bei mir auf Sushi darf. Und Sojasauce natürlich. Aber Leute, es gibt einfach so Läden, wo die auf jede Sushi-Rolle so richtig fancy Soßen machen. Und mir, danke June für den Auftritt, ist das einfach too much. Ich mag das nicht. Das ist wirklich mit Abstand die allerbeste Sushi-Rolle, die es gibt. Sie ist durch diese Teriyaki-Mayo, weil die Soße halt etwas scharf ist. Und ich liebe das, weil das wird niemandem zu scharf sein. Auch jemandem, der kein Schaf mag, wird das nicht zu scharf sein. Aber es gibt dieser Sushi-Rolle so viel Flavor. Und es ist nicht zu viel Soße drauf. Also seht ihr das?
Das ist einfach nur ein bisschen obendrauf. Und es harmoniert alles so perfekt zusammen. Luna sitzt übrigens hinter der Kamera. Sie ist mein Filmdirektor gerade. Hier sitzt sie ganz brav und wartet. Ich glaube, sie wartet, dass sie raus darf auf dem Balkon. Ich habe mein Katzennetz da, dass sie raus darf. Ich esse jetzt mein Sushi auf und dann war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, so viele Mahlzeiten zu essen. Normalerweise esse ich nur 2 Mahlzeiten am Tag, heute 3. Und ich bin auch nicht mehr so der süße Typ. Also ich liebe deftiges Essen und ich würde immer herzhaftes Essen, süßen vorziehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr da so drauf seid. Lasst mir wie immer Videowünsche in den Kommentaren da und natürlich gerne einen Like für dieses Video. Und wenn du abonniert hast, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder und ich esse jetzt mein Sushi.